Guten Tag, mein Name ist Alexander Barth und ich möchte heute über ein Thema sprechen, was uns alle mehr oder weniger eigentlich mehr beschäftigt. Das ist das sichere Abspeichern von Passwörtern, von PINs, von PUCs, von Mail-Zugangsdaten. Sie wissen, wir haben alle sehr viel davon. Wir möchten sie irgendwo sicher ablegen und ich verwende dazu das Programm MoreSafe. Das möchte ich Ihnen jetzt mal kurz zeigen. Ich starte das Programm zum ersten Mal auf diesem Rechner. Dann kommt ein Registrierungsdialog. Sie können von unserer Webseite eine Demo-Version herunterladen, die dann 15 Tage lang mit vollem Funktionsumfang lauffähig ist. Ich beende das hier mal. Dann müssen Sie als erstes ein Passwort eingeben. Ihre Daten, die Sie später eingeben, werden in einer speziellen Datei mit einer 256-Bit AES-Verschlüsselung gespeichert und die können Sie dann nur mit Ihrem Passwort auch wieder lesen. Ich gebe mal ein Passwort ein und da ich das Passwort zum ersten Mal eingebe, muss ich es wiederholen. Und nun bin ich soweit, dass ich meine Daten eingeben kann. Ich klicke auf Neu. Ich wähle eine Kategorie aus, zum Beispiel Bank, meine Bank, Bankname, meine Bank, die Kontonummer 1234567891, IBAN, BIC, BLZ spare ich mir. Anmeldename ist zum Beispiel der, den Sie beim Internetbanking brauchen. Otto, und da brauchen Sie vielleicht auch eine PIN, 123 RTE 456. Okay, Sie sehen, das Ganze ist jetzt hier links schon gespeichert. Ich gebe weitere Daten ein, zum Beispiel meine Handydaten. Als Beschreibung mein Handy. Dann habe ich eine Telefonnummer 0172 123456789. Ich habe eine PIN 1234. Ich habe eine PUC 1234 1234. Ich kann noch eine PIN 2, eine PUC 2 erfassen. Sie können eine Vertragsnummer erfassen. Oft haben Sie ein Kundenkennwort festgelegt, über das Sie an Ihre Daten herankommen. Kundenkennwort Otto. Dann haben Sie möglicherweise mit Ihrem Vertrag eine Mailbox bekommen. Sie können eingeben, wie lange der Vertrag läuft, bis 08/2026. Und Sie sehen, auch die Handydaten sind da. Wir schauen uns kurz an, was kann ich sonst noch erfassen. Sie können allgemein etwas erfassen. Neu. Allgemein. Sie haben irgendwo ein Internetzugang, Internetzugang zu AB. Da haben Sie den Benutzer Otto definiert und das Passwort Otto. Auch das ist gleich hier gespeichert. Dann geben Sie als nächstes zum Beispiel Ihre EC-Kartendaten ein. Das sieht ähnlich aus wie die Bankdaten. Oder Sie können Internetdaten eingeben. Internetadresse ABC, da geben Sie eine Internetadresse ein, die können Sie auch hier rein kopieren, abc.de. Auch da haben Sie vielleicht einen Benutzernamen definiert, ein Passwort definiert und vielleicht sogar eine Mailadresse hinterlegt, meine Mailadresse @a.de. So. Okay, auch das ist erfasst. Was können wir weiter noch erfassen? Sie können Maildaten erfassen mit Ihrer Mailadresse, Ihrem Anmeldenamen, dann der Adresse des Posteingangs- und Postausgangsservers und die Portdaten. Alles Informationen, die man sich irgendwo ablegen muss. Und schließlich können Sie auch noch Softwaredaten erfassen mit einem Produktnamen. Sie können angeben, wofür ist die Software registriert, was ist die Registrierungs-ID. Vielleicht haben Sie einen Lizenzschlüssel, einen Aktivierungsschlüssel. Sie können angeben, war das Freeware, Shareware, Demo, habe ich das gekauft und so weiter. Das war's schon. Ich speichere das jetzt mal ab, mache das wieder zu.
Dann mache ich das nochmal auf. Alle Programme. So, wo haben wir es? More Safe. Es kommt wieder der Registrierungs- oder Aktivierungsdialog. Da klicke ich auf Later, um das später zu machen. Nun gebe ich hier mein Passwort ein. Otto hatte ich, glaube ich, festgelegt. Und das Passwort ist verkehrt. So. Dann habe ich mich vertippt. Okay, hier sind meine Daten. Und wenn ich hier draufklicke, dann werden die Daten hier rechts angezeigt. Also alles sehr einfach, alles sehr sicher. Ja. Sie können eine Demo-Version, wie gesagt, von unserer Webseite herunterladen und können das Produkt dort auch sofort kaufen auf http://www.moresoftware.de. Viel Spaß mit unserem Produkt!